Wir müssen irgendwann mal hingehen und müssen das OGM-Intro, hier das, was wir momentan immer benutzen, einfach mal a cappella nachsynchronisieren. So. Ja, herzlich willkommen, Leute, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, zu einem kleinen, aber feinen Informationsvideo im Dezember. Ja, der Minecraft ist auch dabei und wofür ist das Video? Am 24. ist Weihnachten, eure Online-Game Masters. Ciao. Bis dann. Nö. Natürlich nicht. Also doch, Weihnachten schon, aber das Video ist nicht extra dafür da. Das Video ist für etwas anderes da, nämlich eine Änderung wird eintreten, und zwar im Jahre 2016. Einige der alten Formate werden wieder zurückkehren. Genau, das ist eine der Änderungen, und die andere Änderung ist, dass die Let's Plays bei uns kürzer treten werden. Denn wenn ich mal so die Laufbahn von OGM betrachte, das war anfangs immer so verschiedene Formate, zwischendurch wird mal gezockt. Dann hatten wir ja Formate wie die Top 10 und Old But Gold und alles, und Let's Plays waren eigentlich nie wirklich ein Thema. Das war halt, zwischendurch lief halt immer wieder mal das fast schon endlos lange gefühlte Serious Sam Let's Play. Der Dreier, oder? Genau. Oh ja. Also es lief immer wieder zwischendurch mal ein Let's Play Together, und das war es dann auch schon. Und mittlerweile ist OGM allerdings zu einem YouTube-Kanal geworden, bei dem alles nur noch Let's Plays ist. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil aus OGM genau das geworden ist, was wir nie wirklich wollten. Genau. Dass es halt zu einem 0815 Let's Play-Kanal wird. Und deswegen haben wir gedacht, aus OGM 2.0, was wir gemacht hatten, das ist ja nicht wirklich das geworden, was wir jetzt fast haben wollten quasi. Das war halt ein bisschen Designänderung und neues Intro und Outro und hin und her. Und dann ging es auch schon mit den Let's Plays irgendwie los. Und wir haben einfach mal gedacht, anstatt dass wir jetzt da irgendwie zwei Schritte vorgegangen sind, also direkt einen Schritt übersprungen hatten, gehen wir einfach mal wieder einen Schritt zurück und den Schritt quasi nach, den wir übersprungen haben, und machen aus OGM wieder einen Entertainment-Kanal oder auch einen Kanal, der gerne mal polarisiert. Von gut zu böse. Und bringen mal wieder das ein oder andere Format zurück und vielleicht auch mal ein neues mit rein. Und dafür ist das Video da, in dem wir kurz darüber reden, welche Formate wieder kommen werden 2016. Welche garantiert kommen werden. Ich erinnere da nur an zwei Formate, die wir schon seit ungefähr Sommer 2015 zurückholen wollten und das nie gemacht haben, weil immer Let's Plays im Weg waren. Ja. Und in diesem Sinne sagen wir nochmal kurz, es wird mit Let's Plays nicht aufhören. Da gehen wir, denke ich mal, jetzt zuerst drauf ein. Jeder wird ein Projekt haben, der Minecraft wird eins haben, ich werde eins haben, und da werden wir noch ein Together haben, was wir dann alle zusammen machen. Eben. Und das war's dann auch schon. Heißt, wenn der gute Minecraft jetzt zum Beispiel denkt, oh, er will jetzt Spiel A Let's Playen, kann er das machen, wenn er sonst nichts am Laufen hat. Ansonsten muss er halt Spiel B pausieren, um Spiel A Let's Playen zu können. Also, so ist das quasi gedacht, damit halt der Kanal nicht mit Let's Plays wieder überflutet wird. Ganz genau, also nur ein Spiel pro Person. Genau. Und wenn das Spiel fertig ist, dann kann man sagen, okay, jetzt nehme ich Spiel B in Angriff. Ganz genau. Und zwischen diesen Let's Plays kommen als beliebte und bekannte Formate zurück. Aber bevor wir zu diesen Formate kommen, die zurückkommen werden, kommen wir erstmal zu einem neuen Format, das jede Woche montags starten wird, und zwar in die Woche. Wortspiel Level Over 9000. In die Woche ist ein Format, in dem ich euch jede Woche montags, um ein bisschen vielleicht den Start in die Woche erleichtern zu können, immer wieder mal ein Indie-Spiel vorstelle. Das kann jetzt, also, ja, das kann von, nennen wir es jetzt einfach mal, von A wie Adventure bis Z wie Zombie-Apokalypse. Guter Punkt. von halt A, Adventure bis Z, Zombie-Apokalypse, also alles kann drinnen sein.
Und das wird halt das Format sein, das halt jede Woche montags kommen wird von mir. Das Ganze wird ungefähr so Review-mäßig aufgebaut, indem ich halt hier und da mal ein paar Sachen zeige, ein bisschen über das Spiel erzähle, was die Stärken und Schwächen vom Spiel sind, wie man das halt so bei Reviews halt kennt. Und das wird unter anderem ein Format sein, das meinerseits viel Zeit in Anspruch nehmen wird, weil ich ja die Spiele vorher erstmal ausgiebig spielen muss, um halt zu wissen, ja, das sind die Stärken, das sind die Schwächen. So ist die Langzeitmotivation und hin und her. Von daher wird es bei mir eventuell, wenn das alles dann losgeht, ein bisschen seichter werden, was Let's Plays betrifft. Schön gesagt. Ja, das nächste Format ist dann ein Format, das wir schon mal hatten, das euch jetzt der Malkaff allerdings am besten vorstellen kann. Ganz genau. Zu Beginn hatten wir RPGs mit Malkaff, das irgendwie nach, ich weiß nicht wann, 2012? 2013 das letzte Mal gesichtet wurde, was ich ein bisschen schade fand. Deswegen habe ich gedacht, halt, stopp, das Format will ich gerne wieder an Bord holen. Und zwar geht es darum, ich entführe euch für maximal eine Stunde in meine Welt der RPGs. Also damit meine ich jetzt nicht hier Pen und Paper, sondern ich präsentiere diverse RPG-Spiele und wirklich nur RPG-Spiele, wie zum Beispiel Gothic, The Witcher 3, Wild Hunt, alles was mit RPG zu tun hat. Und ja, werde daraus mehr oder weniger kein Review machen, aber so ein Mix aus Let's Play und Review. Ich werde auf ein paar Sachen eingehen, was ich gut finde, was ich nicht so gut fand. Und also quasi kann man fast sagen, wie so ein Angezockt. Wie ein Angezockt, ganz genau. Also quasi so werde ich fast vorhergehen. Und am Ende werde ich ein kleines Resümee abgeben, ob das Spiel wirklich sehr empfehlenswert ist, ob es nicht empfehlenswert ist. Ja, das will ich mit RPGs mit Malkaff eben so machen. Ja, das wäre eigentlich schon im Kurzen und Ganzen grob und knackig erzählt. Genau. Wann jetzt RPGs mit Malkaff immer kommt, also an welchem Wochentag, das wissen wir noch nicht. Da sind wir noch in der Planung drin. Aber sobald es feststeht, werdet ihr natürlich wie immer auf Facebook informiert. Auf unserer Facebook-Seite. Wie lautet der Link dazu, Malkaff? Das ist doch ganz easy. Sucht uns einfach nach Online Game Masters, das Magazin. Genau! Und ihr findet uns. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass du das mit das Magazin noch weißt. Ja, dann kommt ein weiteres Format zurück. Alle Monate gerne gesehen, denn wir haben immer wieder jeden Monat uns drauf gefreut. Boah, welcher Simulator kommt nächsten Monat raus? Oh Gott, stimmt, ja. Die Top 5 kommt nämlich wieder zurück. Jeden Monat, am Anfang des Monats, quasi so im Zeitraum vom 1. bis zum 3. des Monats, zeigen wir euch die Top 5 der besten oder der meist erwartetsten Spiele-Releases, die in diesem Monat kommen. Sprich, hätten wir jetzt einen Top 5, hätte zum Beispiel angefangen mit dem 1. Dezember mit, sagen wir mal, Rainbow Six Siege und Just Cause 3. Nur als Beispiel. Wären schon mal 2 Spiele von 3 gewesen. Das heißt, die letzten 3 wären irgendwelche Simulatoren. Mal 2 von 5. Meine ich ja. 2 von 3. Ja. Da präsentieren wir euch jeden Monat die Top 5 der besten, ja, oder halt, was heißt der besten? Der Spiele, die halt am meisten erwartet sind oder wo wir halt einfach denken, das könnten interessante Spiele sein, bei denen wir halt in diesem Format nochmal kurz ganz grob darüber erzählen, worum es in dem Spiel geht, von welchem Entwickler das ist, von welchem Publisher, wie viel das Spiel ungefähr so kostet und in welchem Datum es erscheint. Das, da gibt es aber auch schon das ein oder andere Top 5 Video, das ihr euch ruhig anschauen könnt, damit ihr halt genauer wisst, wie das da bei uns dann immer abgelaufen ist. Ansonsten die alten Veteranen von uns, die wissen ja, genau, was wir reden. Dann kommt auch noch ein altes, aber gern gesehenes Format zurück. Musik.
Ganz genau. Und zwar Old But Gold erfreut sich mal wieder an ein tolles Format. Ein super tolles Format, was wir seit Ewigkeit nicht mehr hatten. Und was wir schon seit einem halben Jahr zurückbringen wollten. Ganz genau. Und zwar präsentieren wir, also abwechselnd, die Old But Gold Spiele. Also die Spiele sind alt, aber sie sind Goldes wert. Zum Beispiel Alex the Kid oder Sonic the Hedgehog. Eben diese Anfänge, die man oder als... Oder Anno 1602 zum Beispiel, was auch ein erfolgreiches Spiel war. Oder... ja, Shinobi halt. Ja, richtige alte Edelsteine-Klassiker. Die vor dem Jahre 2000 erschienen sind. Genau. Und da gibt's viele Spiele. Es gibt einige Spiele. Und die werden wir dann auch präsentieren und die werden wir quasi, wir werden über das Spiel erzählen, ja, fast wie ein angezockt. Wir werden unsere Lieblingslevel hier und da mal zeigen oder... Genau, oder einen beliebten Fortschritt, wie wir das Spiel beginnen. Zum Beispiel wie mit Anno 1602, das Video kann ich wärmstens empfehlen, wie ich... klein begonnen habe, dann später eine größere Metropole aufgebaut habe und so weiter wir werden auch über das Spiel erzählen, wann es erschienen ist und von welchem Jahre und so weiter, was für ein Genre und so weiter, werden euch mit Infos versorgen und genau. Diese Spiele muss man halt eben gespielt haben, deswegen auch der Begriff Old But Gold. Genau und wie gesagt, wenn ihr euch ein Bild über dieses Format machen wollt, wenn ihr es noch nicht kennt, Old But Gold von Malkaf hier Anno 1605? 1602. 1602, sage ich doch. Das kann man wirklich nur empfehlen, ist in diesem Fall und in diesem Format, würde ich jetzt mal sagen, eins der hochwertigsten Episoden, Folgen. Also das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und dann gibt es ein Format, das wohl das meistgesehenste Format auf unserem Kanal ist, das am meisten polarisiert. Sowohl Leute, die sagen, ja, ist eine ganz gute Top 10, oder auch Leute sagen, ist eine scheiß Top 10, wo ist Spiel XYZ? Oder was ist mit Spiel XYA? Oder was weiß ich. Die großartige und legendäre Top 10 auf unserem Kanal. Ganz genau, die wird auch wieder zurückkehren. Genau, jede Woche auch. Genauso wie Old But Gold. Kommen auch jede Woche immer wieder eine neue Folge im besten Fall. Und die Top 10, was ist das genau? Ja, das ist eine Video-Episode, eine Videoserie, in denen wir zum Beispiel die Top 10 der größten Bosse vorstellen oder die Top 10 der besten Mittel zum Wachbleiben oder die Top 10 der schlechtesten Endings in Games. Traurigste Momente, lustigste Momente, nervigste Charaktere. Wir haben da so viele Videos mittlerweile auch schon. Und alle schreien zum Teil nach einem Update, beziehungsweise nach einer Verbesserung. Genau. Da wir schon das eine oder andere Spiel schon gespielt haben und boah, das ist auch ein trauriger Moment oder... oh, der Moment, der war auch super, der war super lustig und so weiter. Und wenn man so an die alte Top 10 zurückdenkt, dass man sich denkt, ja gut, das könnte man jetzt ein bisschen updaten. Genau, die ein oder andere Top 10 überarbeiten wir mal und wir werden natürlich auch komplett neue Themen zu Top 10 machen. Zum Beispiel die Top 10 der besten Top 10s oder Top 10s der besten Top 5s oder Top 10 der besten Old But Gold. Nein, natürlich nicht, aber zum Beispiel Sachen wie Top 10 der besten Stealth Games hatten wir nicht gemacht oder Top 10 der besten Strategiespiele hatten wir nicht gemacht, glaube ich zumindest. Boah, das kann gut sein. Und das sind dann solche Spiele, solche Listen, die wir noch aufstellen werden, an denen wir noch arbeiten werden und mal gucken, es gibt da genug Themen, die so eine Top 10 auf jeden Fall füllen können. Und da schon mal ein wichtiger Hinweis für uns, die Top 10 basieren aus unserer Sicht... Das vergessen viele gerne mal, ja. Das vergessen gerne mal, weil wir haben noch längst nicht jedes Spiel gespielt und so weiter. Und wir würden auch gerne
in eure Kommentare lesen. Welchen Boss fandet ihr zum Beispiel am größten, je nach Top 10? Ja, und das vergessen halt viele, weil wir präsentieren die Top 10 aus unserer Sicht. Ja. Ja, halt, das spiegelt unsere Meinung da. Wenn wir jetzt sagen, das Spiel, was könnte man jetzt als guten Beispiel nehmen? Weiß jetzt echt nicht. Metal Gear Solid 5 ist schlechter als Fallout 4. So, wenn wir das jetzt so stehen lassen würden, dann würden wir erstens mal den ganzen Zorn der Metal Gear Fans auf uns ziehen. Und andererseits würden wir aber allerdings den Zorn der Fallout Fans auf uns ziehen. Also man, nochmal in diesem Sinne, wie gesagt, das ist unsere Top 10 und man kann eh nie alle zufriedenstellen. Von daher, es ist schön und gut, wenn ihr uns sagt, ja, das hätte ich aber anders gesehen und alles. Wenn ihr das sachlich schreibt, dann lesen wir das auch durch und sagen, ja, darüber kann man mal diskutieren, kann man drüber reden und alles. Aber wenn ihr jetzt so kommt, so, ey, Junge, Alter, Metal Gear ist geiler und Fallout 4 ist voll scheiße, ihr Kacknoobs, ey, geht sterben oder sowas, dann denken wir einfach so, geh doch selber sterben. Oder kauft ihr zumindest einen Duden. Oder lesen einfach drüber und gut ist. Oder kauft ihr einen Duden. Je nachdem, wie die Rechtschreibung ist. Also, ja, das sind so quasi die Top 10, die auch zurückkommen wird. Die auch wieder da sein wird. Und damit hätten wir quasi schon alles gesagt, ja. Schon alles gesagt. Nochmal im Schnelldurchlauf. Formate in die Woche. Ein Format von mir, in dem ich euch jede Woche montags, das steht schon mal fest, wie es natürlich das Wort auch schon sagt, wie in die Woche, in die Spiele und in die Woche halt in die Woche rein. Ne? Punkt, Punkt, Punkt. Indem ich euch in die Titel vorstelle und zeige, ja, das kann man sich mal angucken, das Spiel, das ist ganz gut oder das ist weniger gut, wenn ihr mir Einsendungen gebt oder beziehungsweise in die Kommentare schreibt, guckt ihr mal das in die Spiel an, mache ich das auch gerne und mache auch gerne ein Video dazu. In die Woche, jede Woche montags. Ein Format von mir. An RPGs mit Malkaf von meiner Wenigkeit. Biete mal eine ganze Stunde RPGs. Nur ein Spiel natürlich. Weil ich werde garantiert nicht eine Stunde das Spiel spielen und dann beim nächsten RPG mit Malkaf werde ich dann das gleiche Spiel dann weiterspielen zu einem anderen Punkt. Nee. Das werde ich dann wie ein angezockt halten und werde dann am Ende sagen, das Spiel kann ich empfehlen, weil dies, dies und das. Oder ja, das Spiel wegen dies, sel und je. Und Vorschläge, welche RPGs man noch spielen könnte, sind gerne willkommen. Genau. Dann jeden Monat in den ersten 3 Tagen ungefähr von jedem Monat die Top 5, in denen wir euch monatlich die meist erwartetsten Spiele oder interessantesten Spiele vorstellen, die in diesem Monat halt erscheinen. Mit Hinweis, wie viel das Spiel ungefähr kostet bei Release und von welchem Entwickler das ist, von welchem Publisher, also welcher Publisher das vertreibt und so weiter und so fort. Jeden Monat, jeden Anfang des Monats einmal die Top 5. Genau. Danach die jetzt Old But Gold. Old But Gold, genau, das wollte ich ja gerade sagen. Die Old But Gold Serie kehrt zurück, abwechselnd mit Steve und mit mir, indem wir unsere Klassiker präsentieren und wir euch in unsere Kindheitserinnerungen zurückbringen wollen, welches Spiel für uns legendär war, welche Spiele Gold sind, Gold wert, aber auch hier sind gerne eure Vorschläge erwünscht. Ansonsten wäre das nicht Old But Gold. Genau, und dann jede Woche das heiß geliebte und heiß gehasste die Top 10. Jede Woche eine Top 10 Platzierung, ob das jetzt eine alte Top 10 ist, die wir überarbeiten oder eine komplett neue Top 10, lasst euch da überraschen. Und ich denke mal, man kann damit sagen, dass so ungefähr Januar und Februar, da geht's dann los, dann werden sich die Formate wieder ankündigen, jede Woche eine neue Episode, außerhalb bei der Top 5. Das wäre ziemlich blöd. Es ist ja nicht so, als würde jede Woche 5 Spiele erscheinen. Bei Steam vielleicht ja, aber nicht auf dem wirklichen Markt. Das wäre es dann eigentlich schon, ne? Ja. Wir müssen dazu nur noch nebenbei erwähnen, ganz kurz.
die Formate in die Woche, RPG mit Minecraft, Top 5, Old But Golden, Top 10, haben eine höhere Priorität, sobald sie zurück sind bei uns als Let's Plays. Das kann also mal bedeuten, dass ein Let's Play von Minecraft oder ein Let's Play von mir mal zwangspausiert werden muss, weil da nicht genug Material vorhanden ist gerade, also keine Zeit da ist zum Aufnehmen, weil eins der Formate produziert werden muss. Rechnet da einfach mal spontan damit, wenn jetzt mal ein Video nicht online kommt und nicht direkt fragen, ja, warum kommt da jetzt, ist da heute nicht das Spiel A erschienen vor Minecraft, das Let's Play, das würde ich gern gucken. Das liegt dann wohl höchstwahrscheinlich daran, dass es zeitbedingt die Priorität auf eins der Formate gelegt wurde. Ganz genau, zum Beispiel RPGs mit Minecraft oder Old by Gold oder Top 10 oder ja, das werdet ihr ja noch sehen. Genau. Dies war es dann von uns mit diesem Video. Nur ein kleiner halt Reminder, eine kleine Erinnerung, was sich da jetzt tut in den nächsten 1-2 Monaten bei uns. Denn ich freue mich auf jeden Fall schon mal darauf, dass OGM wieder dahin zurückgeht, wo es entstanden ist oder womit es entstanden ist, womit es sich gefestigt hatte und ein bisschen mehr weggeht von diesem 0815 Let's Play Zeugs, denn davon gibt es ja schon mehr als genug auf YouTube. Und ich denke, mit diesen Worten kann man sich dann auch jetzt ganz gut verabschieden, ne? Ganz genau. Euer Steve von den Online Game Masters. Und euer Minecraft ebenfalls von den Online Game Masters. Ciao. Bis dann. Tschüss.